Das habe ich damals gedudet. Ich muss immer noch Archons sammeln, 50 Stück. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen außerhalb des Gebietes und gucke mal, ob ich irgendwo eine Quest hier finde. Wir können ja auch einfach alle zusammenlaufen. Ich wollte eigentlich mal in deine Richtung laufen, also deine Questrichtung, ganz am anderen Kartenende. Ja. Können wir versuchen. Ich kann die aber auch einfach ablehnen und eine neue ziehen. Warum? Dann haben wir einen schönen langen Weg. Der Weg ist das Ziel. Und unterwegs kann man dann wieder andere Sachen machen. Okay, irgendwas passt bei mir nicht. Ich bin gerade an deinem Marker vorbeigelaufen. Der hing einfach nur in der Luft. Ach, da hinten bist du jetzt, okay. Wer von euch da draußen hat denn irgendwelche Arten von Karten gesammelt? Wie zum Beispiel Pokémon-Karten. Ups. Oh, Shadow ist gerade vor meinen Augen auf den Berg runtergefallen. Leute, es gibt was zu essen. Danke, Shadow. Es gibt was zu essen. Nicht hier runter. Du bist irgendwie gerade bei mir den Berg runtergefallen, warum auch immer. Aber Shadow, du schmeckst vorzüglich. Nom, 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 nom. Also ich habe damals drei Arten von Karten gesammelt. Einmal Basketballkarten, einmal Wrestlingkarten mit Undertaker, Hulk Hogan, Macho Man und wie sie alle hießen von damals. Also WWF. Ja, das war so gut. Und das waren aber Karten, wo man damit auch Karten spielen konnte. Das ist ein Kartenspiel mit Autos gewesen, aber nicht so ganz normale Autos, sondern irgendwie wie Autos zum Beispiel Abschlepper für Flugzeuge. Und dann steht dann da, keine Ahnung, 1200 PS, Hubraum XY und sowas. Und das waren solche Karten, die man auch sammeln konnte. Und dann haben wir das Kartenspiel so gespielt. Das war extrem. Okay, Das war extrem. Sammelquartett, das kenne ich so auch nicht. Was fand ich lustig? Braucht irgendwer Litschis? Ah, hier liegen Litschis. WWF-Unterschriften gesammelt. Ey, cool. Hulkmania. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir vor kurzem noch mal ein bisschen Wrestling angeguckt und ich habe mir auch mal die Entwicklung vom Wrestling angeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also natürlich, wenn man das mehr verfolgt, hat man, glaube ich, mehr Interesse und sieht das nicht so. Aber ich habe das damals, von damals vergleiche ich das mit heute. Ich fand das damals schöner. Aber es ist ja meistens so, dass man das sagt, ne? Ja, ich sag mal so, die übergeordneten Storylines, die waren schon eine ganze Ecke besser damals. Ja, ich fand das mal ganz cool. Also ich weiß noch, damals wurde Undertaker, das wurde dann nachhinein verboten, ein paar Jahre später, wurde er mit einem Totenwagen, wie heißt das Auto, was die Dings Mit dem bringt? Leichenwagen und Leichenwagen einem Sarg in den Ring gefahren. in den Ring gebracht. Und dann stieg der da aus dem Sarg aus. Und dann haben sie es dann nachher verboten. Aber der Undertaker ist Immer immer noch. noch in Anführungsstrichen aktiv. Der ist immer noch aktiv und der hat immer noch die gleiche geile Ausstrahlung. Ja, aber der ist eigentlich schon komplett kaputt. Also Der ist schon der ist alt. nur noch ein Markenzeichen. Das heißt, wenn der Undertaker zu dir in den Ring kommt, weil heißt das letzten Endes, ja, du musst jetzt verlieren. Ja, ist klar. Aber ich fand das, ich finde es immer noch schön. Ah, oh, da hinten liegt was. Mal gucken, ob ich das brauche. Wo liegen sie? Die sind gerade vor mir aufgepoppt. Hier. Oh, das sind die. Ah, das sind. Das sieht ja eher aus wie. Geschlitzte, getrocknete Granatäpfel oder Granaten. Ja. Das sind Tigernütz. Teig. Granatäpfel. Lecker. Ja, haben wir's. Shadow Wenn nur die einer. ganzen Kerne nicht immer wären. Magst du es nicht? Ich esse das komplett. Also ich hol. Nee, ich esse die schon komplett, aber ich habe meistens dann am Ende die Kerne irgendwo zwischen den Zähnen hängen. Beziehungsweise an den Zähnen eingeklemmt oder wie auch immer. Nee, hier geht's nicht weiter.
Also ich habe hier kein Problem, hier runterzukommen. Ich krieg kein so gut wie keinen Fallschaden. Also so gut wie keinen. Ich hab's gehört. Ja, aber ich hab, guck mal, bei mir im Stream, wie viel Leben ich abgezogen bekommen habe. Ja, okay. Aber ich bin einfach zweimal rechts rumgelaufen und hab jetzt gar keinen Sprung gemacht. Ich hab jetzt, danke, dass du gerade gegen mich gesprungen bist. Damit habe ich gerade den Fallschaden gedings bekommen. Guck mal, jetzt haben wir wieder so ein komplettes Gebiet, was total frei ist. Das finde ich so cool. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich laufe eigentlich nach vorne, aber du solltest eigentlich vor. Ich sollte vorlaufen. Ja, wir gehen deine Quest auch jetzt machen auf der anderen Seite der Karte. Ja, die ist in der Richtung hier. Dann hau rein. Wir laufen dir hinterher. Oh Gott. Wenn du uns Dodo erst nicht unterwegs verhungert. Also wenn irgendwer was zu essen findet für Dodo, dann sofort bremsen. Oder wir essen Dodo. Das hat auch was, oder? So ein Lunchpaket hier mitlaufen zu lassen? Der Vorschlag kann einen gewissen Charme nicht entbehren. Ich mochte Wrestling von damals, World Wrestling Federation. Ich bin abends extra aufgestanden, nachts aufgestanden, um das Royal Rumble zu gucken. Oh ja, die Großveranstaltung. Geil. Oder den Käfigkampf. Und dann war es damals noch was ganz, ganz Besonderes, wenn der plötzlich, keine Ahnung, so ein Hulk Hogan runter zu den Kommentatorrichtern geht und dann sagt, steh auf, ich nehme den Stuhl. Das war ja was ganz Besonderes. Irgendwann haben sie die Stühle ja extra schon hingestellt. Ja, jetzt sind die Stühle sind extra drunter. Drunter kannst du dich direkt rausnehmen und da gibt es jetzt auch alles mögliche, Tischkanten und so ein Quark. Ist natürlich immer cool. Ist immer so eine tolle Spezialaktion mit Spektakel. Aber ich fand das irgendwie damals, fand ich das irgendwie so wow. Ja. Was also wurde angefangen, oder Leitermatches. Wo sie das angefangen haben. Auch eine schöne Gegend hier. Ich finde das sowieso irgendwie alles voll schön hier. Irgendwie haben wir die Hälfte der Truppe verloren, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, wir warten mal. Also ich habe nie Probleme mit Ausdauer, ne? Aber wirklich null. Jetzt so beim Laufen, das hat mich vielleicht ein Drittel gekostet, wenn überhaupt. Irgendwer hat mich gerade gekillt. Also wir waren es nicht. Oder ich war es nicht. Was die anderen so tun. Ein deutscher Kommentator. Okay, wer war das? Ich weiß noch damals, als ich... Wie war das nochmal? Oh, Owen Michaels hieß der, glaube ich. Der ist doch gestorben, als er diese Aktion gemacht hat. Ja. Der Bruder von Shawn Michaels, der sich einen Halswirbel gebrochen. Irgendwie sowas. Nee, pass auf. Shawn Michaels hatte keinen Bruder. Nee, das war nicht Shawn Michaels. Wie hieß denn der nochmal? Bret? Owen Hart. Owen Bret Hart. Owen Hart. Bret Owen, genau sowas. Und der Owen Hart, der ist ja dann, wo der mit dieser Seilbahn vom obersten Kantendings vom Saal auf den zum Ring runterrutschen wollte. Und dann ist das Seil gerissen. Dann ist der voll da runtergeknallt und hat sich, glaube ich, dann das Genick gebrochen. Ja, irgendwie sowas. Das war schon eine krasse Nummer damals. Ja, das war ja, also wie gesagt, live, ne? Wenn die Leute dann da sitzen und dann plötzlich fällt der Wrestler auf den Kopf. Ja. Wie ist der Bruder nochmal? Brett? Ja. Brett the Hitman Hart. Brett the Hitman Hart und der hat immer den Sharpshooter gemacht. Das fand ich immer so cool. Der hat ja so einen rosanen, ja, weiß nicht, Badanzug gehabt, wie die Dinger heißen. Ja, sein Wrestling-Anzug war irgendwie so ja, rosa. Und der hat dann immer diesen Sharpshooter gemacht, weil ich habe damals gerne auf dem Super Nintendo
oder auf dem Sega Mega Drive oder damals auf der PlayStation 1 noch Wrestling gerne gespielt. Jetzt laufe ich gerade King Lady hinterher. Ah ja, du bist noch. Das okay. Passt schon. Die Richtung ist die richtige. Frage ist, wo es hier runter geht. Da, bei King Lady. Gibt es mehr zu essen? Oh, Pilze? Nee. Das sind Nüsse. Nuts. Boah, sind hier viele Nazis. Und Blumen und... Oh, oh. Kaderva. Ich muss ja sowieso Flowers, Kaderva, nicht mal sammeln. Blumen sammeln? Ja, aber ich muss jetzt mal Kaderva sammeln. Für meinen Magen. Ich muss auch ein bisschen Blumen sammeln. Glaube ich, Muss schnell sein. Ja. Oder ist in der Zwischenzeit alle Blumen abgesammelt? Die Mega Drive, super, super Carsten. Das ist ein super Teil. Ich habe mir extra damals den Sega Mega Drive nur geholt. Schnell! Schnell! Ich habe mir extra damals den Sega Mega Drive nur geholt. Für. Jetzt hier immer beim Gnome Clown gehen. Für Echo the Dolphin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir gerne den Echo the Dolphin und Sega Mega Drive nochmal gerne antun. Hier sind noch Blümchen, ich bin fertig. Ach. Wie, du bist fertig? Mit den Blumen, ja. Ich muss bestimmt weniger 25. Sammeln. 25. Ich habe hier noch mehr. Ich habe nur 12 bis jetzt. Hier liegen 2 Büsche. Oh, okay, danach sollte ich fertig sein. Und dann habe ich mir auf dem Sega Mega Drive damals in Holland Mortal Kombat 2? Mortal Kombat 1 gab es ja, glaube ich, nie. Ne, Street Fighter gab es nie auf dem, als ersten Teil. Gab es ja nur auf dem, auf den... Ja, Street Fighter 1 war so ein Arcade, Automaten, hätte ich beinahe gesagt, Spiel. Automaten-Game, genau. Mortal Kombat 1 oder 2 habe ich damals gekauft in Holland. Weil es in Deutschland nicht zu bekommen war. Ne, es war auf dem Index. Ach, die Leiche ist jetzt komplett weg, ne? Ja, die ist weg. Okay. Tja, entweder Blumen oder Fleisch. Sonst hätten wir noch ein Stück mitgenommen. Hier sind noch Blümchen hinter mir. Bin fertig. Achso, bist fertig. Aber ich weiß nicht, ob alle anderen auch durch sind. Ich fand Undertaker war immer das Ultra-Typ. Der hat auch eine super geile Show gehabt. Was mir aber auch sehr gut gefallen hat, ist Macho Man. Macho Man Randy Savage. Ja, oh, voll ja. Gut. Also da gab es aber auch wirklich ganz viele Wrestler, die hatten alle was ganz Besonderes. Ne? Da gab es ja Tatanka, Macho Man, Shawn Michaels, der Hübsche, der kam dann mit 2 Frauen rein und eine davon hat einen Spiegel dabei gehabt. Ja, solche Nummern. Damit er sich immer so schön zeigen konnte. Ich kann leider nichts trinken, das Wasser ist dreckig. Das Wasser ist dreckig hier unten? Ja, oder salzig, ich weiß nicht, ich kann es nicht trinken. Bei mir sagt er nämlich... Water quality too low. Hier von dem Loch hier unten. Mhm. Okay. Aber die Hauptrichtung ist weiter hier drüben. Yes. Weiter nördlich. Ah, da, okay. Da müsste auch. Ja, da kommt gleich ein großer See. Ah, okay, super. Ach so, guck mal, wenn zu viele Leute aus einem Gewässer trinken, dann wird das dreckig und dann ist das nicht mehr gut. Nein, geht raus da. Nein, ich konnte noch gerade trinken, jetzt nicht mehr. Scheiße. Haben wir reingepischt? Ja, irgendjemand hat hier reingepullert. Kretsche war im Wasser gewesen, ich hab's genau gesehen. Da seine Füße drin gewaschen. Kurz vorm Wasser müsst ihr ein bisschen aufpassen, da sind ein paar Klippen. King Lady, wo bist du denn hier schon wieder hin? Ich bin am Wasser, da wo die King Lady auch ist. Nee. Im Ernst, die Wasserqualität hier ist zu niedrig. Shit. The Warrior war super, genau, Rabante. Der Warrior, der kam ja auch mal reingelaufen in den Ring oder besser in die Halle wie ein Psychopath, als ob der Drogen genommen hätte. Der Warrior ist echt cool gewesen. Ich glaube, das war auch Sinn der Geschichte. Mhm. Ich habe jetzt gerade die Quest in Gelb. Find water, please.
Aber jetzt sind wir doch am Meer, oder? Am Meer ist, glaube ich... Nee, hier ist die Wasserqualität zu niedrig. Nee, weil das ein Meer ist. Salzwasser ist hier. Oh, nee, das oder? Ist ein See mittendrin. Jetzt können wir entweder rechts rum oder links rum. Wir müssen auf jeden Fall genau diagonal drüber. Guck mal, was da hinten ist. Das ist der, den ich eben gefunden, getroffen habe. Viele andere Dinos sind hier. Wir sind ganz viele Raptoren und die haben Hunger. Links rum geht schneller bis zum Fluss. Ich hoffe, dass der Fluss sauber ist. Oh, leck. Leck, 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 leck. Oh ja, es gab so coole, coole... Also, wie gesagt, ich verfolge natürlich jetzt nicht mehr das, was jetzt alles so in dem... beim Wrestling so passiert. Deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, das ist nicht gut oder sowas, aber ich fand damals, es gab so viele tolle Wrestler, die haben alle so eine tolle auch eine Hintergrundgeschichte gemacht, nicht gehabt, aber so gemacht. War eigentlich ganz cool. Es hat mir mal sehr gut gefallen. Ich muss jetzt unbedingt was trinken. Ja, da wo die King Lady ist, da müsste das Wasser brauchbar sein, oder? Nee, noch ein Stück weiter. Ich hatte gestern auch schon das Problem gehabt, Wasser suchen. Über, vor allen Dingen, dass die Qualität in so einem Megasee schlecht ist. So ein Quatsch. Oh, die King Lady hat eine Höhle gefunden. Oder einen Durchgang. Eine Höhle? Aber ganz klein. Nee, gar nicht wahr. Es geht weiter. Oh, cool. Moment, jetzt muss man mal ganz kurz orientieren. Ja, ein Stück weiter noch und dann ist ein Fluss. What? Ich laufe zum Fluss. Ich glaube, ich sollte aber erst was trinken, bevor ich in diese Höhle gehe. Weil hier ist voll... Alter Schwede, hier verläufst du dich ja 10-mal. Aber hier gibt es bestimmt so ganz kristallklaren unter Bergsee oder sowas. Wer weiß, aber ich habe auf meiner Minikarte jetzt schon den Fluss eingezeichnet. Ich hoffe, dass der sauber ist. Einfach weiter nach Norden. Da kommt auf jeden Fall das Wasser in den See geflossen und es ist sauber. Nicht mehr lange. Wenn ihr da durch seid, ist es wieder dreckig. Finde ich eine gute Sache. Bei Seen, die klein sind. Bei dem großen See ist das ein bisschen doof und bei Flüssen genauso bescheuert, weil das Wasser ist ja in 0, nix wieder frisch. Also bei Flüssen hoffe ich, dass das nicht passiert. Also ich weiß nicht, wie es da bei euch unten ist, aber hier oben ist das Wasser schön frisch. Oh ja, trink schnell. Pfui, jetzt kriege ich bestimmt wieder tolle Punkte. Mhm. Aber das Trinken dauert auch wirklich eine halbe Stunde, ne? Bis sie gesoffen haben. Ich kann heute nicht mehr sagen, was mit meinen Karten passiert ist. Also die Basketballkarten habe ich alle noch. In einem Ordner in Kartensammel Plastikhüllen. Zusammen mit meinen Überraschungseier-Puzzle. Das weiß ich noch. Aber die Auto- oder Basketballsachen, keine Ahnung. Aber null Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die Sachen sind. Oh, ich bin voll. Sehr gut. Start. Restart in 40 Minuten. Ja. Jetzt verstehe ich das mit dem Replenish. Das heißt, man muss da halt Muscheln, Fisch und Selzsteine hinbringen, damit das Wasser wieder frisch wird. Ach so.
Ja, aber toll. Woher kriege ich Fisch? Woher kriege ich Salzsteine? Und woher kriege ich bitte. Ich kann, okay, Muscheln, aber Muscheln sind ein bisschen weit weg, ne? Ja, müssen wir jetzt auch nicht zwingend machen. So. Meine Quest wäre weiter hier lang, wenn wir da noch hinlaufen wollen. Oder wollen wir jetzt erst hier die Lokale machen? Mir Latte. Ich müsste immer noch Archons sammeln, also hier Eicheln. Ich habe immer noch die Puzzle, ja. Die Puzzle behalte ich immer noch, weil die haben ja einen Sammlerwert. Die müssten jetzt schon eigentlich recht viel wert sein, weil die sind ja jetzt schon sehr, sehr alt. Ja, irgendwas zwischen 6 und 100 Euro. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Preise gerade sind. Ah, okay, hier ist nur noch ein Wasserfall. Also, das ist bei mir auch, dass ich UI-Preissachen verfolgt habe, ist bei mir auch schon ewige Jahre her. Also 20 plus Jahre. Da war ich noch in der Schule. Da gab es so diese Ü-Eier-Preishefte regelmäßig. Habe ich hier. Da standen die meisten Puzzle so mit 3, 4, 5, 6 Euro drin. Einige natürlich auch ein bisschen höher schon. Hatte ich das letzte Mal schon gezeigt gehabt im Stream oder war es nicht dabei gewesen? Ich hab so ein Heft hier mit den alten Preisen. Okay, das hier ist zu schlecht, das Wasser. Warst du beim Stream nicht dabei gewesen, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich hab's auf jeden Fall nicht mehr im Kopf. Ich Aber muss wir mal. haben auf jeden Fall schon öfter über UI-Kladderadatsch gesprochen. Ja, ich bin ja großer Fan von dem Zeug. Ich muss mal gerade gucken, die waren. Ich hatte das doch hier irgendwo. Da habe ich die wieder weggeräumt. Oh. Da habe ich wieder weggeräumt. Warum auch immer. Keine Ahnung. Todeörs verdurstet? Moment, das ist aber doch schon. Wir waren doch gerade erst da, wo man trinken konnte. Alexa, guten Abend. Freedom Scott, guten Abend. Ja, aber das Wasser war dann wieder dreckig. Unten auch schon. Ja, wenn du eine ganze Horde voller Raptoren hast, die alle saufen wollen. Aua, aua, aua. Ja. Eigentlich hätten wir mal ein paar Leute am See killen sollen. Weißt du was, da gehe ich erstmal hin und kill mal ein paar. Einfach nur so. Hier ist noch sauberes Wasser, wo die Missy ist. Wer Bock hat, irgendwelche Dinos zu killen, der folge mir. Wir gehen mal an den See und gucken mal, was da ist. Freedom Scott, ja, Wo ist er eigentlich. denn jetzt, der Dexen? Da oben ist der Dexen. Ja, ich gehe mal wieder runter zum Wasser, zum Dodo bin ich jetzt gerade. Ja. Weil ich gerade zum großen See laufe, ich möchte mal ein paar Dinos, Pflanzenfresser töten gehen. Können wir gerne versuchen. Ich habe keine Ahnung, wie gut das wird. Ich habe auch keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ja, ab und zu Freedom habe ich ab und zu muss ich leider ausfallen lassen. Wegen Hand. der Hand. Ist das der richtige Weg oder? Ich laufe doch richtig, richtig. Ja, einfach dem Wasser runter. Bin ich denn richtig? Ja, ne? Dem Wasser runter. Hier sind Clams. Hab Muscheln gefunden, falls du sie sehen möchtest. Muscheln weiß ich, die gab es hier unten am Meer ganz viele übrigens. So eine orangenen. Ja, genau. Da war gerade eben, ich glaube, Missy. Ich glaube, Missy war doch die ganze Zeit dort am Kauen. Ach, die kann Muscheln essen. Concavernator war das, glaube ich, ne? Hat sie doch dann, die kann dann die Muscheln kauen. Okay, so, rechtes Ufer. Zip. Komm schon. Ich komme nicht aus dem Wasser raus und sterbe jetzt. Ich komme echt Das nicht. wäre doof. Oh Mann, ey. Hui. Oh, hier oben ist Kadaver.
Genau über dir ist ein Kadaver. Direkt über mir? Oh, das ist gut. Ich bin sofort da. Ich bleib hier mal kurz und nag ein bisschen. Ich steck direkt mal Kopf hier rein.